Und damit recht herzlich willkommen zurück, Leute. So, in der letzten Folge haben wir einen Hinweis bekommen. Axel hat herausgefunden, hier ist ja dieser große Funkmast. Er ist einfach beigegangen und hat hier dieses Gerät einfach zerschossen. Und jetzt wollen wir rüber zum Bunker und ja, wollen da mal gucken, ob das jetzt was gebracht hat. Schauen wir mal. Da mal. Hier vorne, ne? Ja, ich mal hier gucken. Kein Kein Strom, Strom. aber. Ne, das da kann man nichts machen, Nee. ne? Mach mal bei den anderen. Ich glaube, nee, das hilft nur Mal bedingt. gucken. Und wenn nicht, wenn das, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen sollten, ich meine, wir können hier auch noch andere Quests machen, ne? Nee, geht nichts Wir müssen auf. uns ja nicht hier zu Tode suchen. Oh, ist hell. Es werde Licht, Ist halt ja. hell. Ja, dann machen wir halt eine andere Ja, Quest. deswegen. Erstmal. Warte mal, ich muss mich mal aufrufen. Das ist übrigens unser Char. Nur mal so am Rande. Ja, was wollen wir machen? Over and out scheint ja nicht so zu glücken. Weiß ich nicht. Erster Kontakt. Eine andere Burg. Was wollen wir machen? Oder sagen wir, worauf hast du Bock? Lass dann der erste Kontakt machen, so egal. Gut, ja, dann machen wir das mal eben. Mal sehen. Bei mir fängt er an mit das Kommandonetz weg, Bunker da, Kommando-Bunker-Netzwerk. Bei andere Burg ist er gleich hier oben. Was ist das hier eigentlich alles? Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam stark. Finde den Unterschlupf auf Nora Saltholm. Hier ist Nora Saltholm. Ja. Man kann nur hoffen. Unerträgliche Leichtigkeit. Wir könnten uns auch dahin arbeiten. Ja. Wollen wir das machen? Können wir auch machen. Ich richte mich nach dir, du. Dann verlassen wir diesen Marinestützpunkt jetzt hier. Und ja, gehen einfach mal weiter. Ich meine, jetzt werden bestimmt einige erfahrene Spieler sagen, ja, du musst das so machen und hier und da und ja, weiß ich alles. Aber wir sind, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben drei oder vier Sessions erst hinter uns und wir sind hier, Neulinge. wir sind Neulinge. Also bitte ich um Nachsicht. So, aber nichtsdestotrotz, ich würde hier gerne am Ufer weiterlaufen wollen. Wo bist du? Da. Nicht hinter dir. Einfach Direkt hinter dir. am Ufer langlaufen. Mal sehen, wo ist die Map? Ja, wir sind richtig. Hier ist auf jeden Fall noch Betrieb, so viel ist sicher. Ja. Also, das ist der Nachteil am Tag eigentlich irgendwo. Also, die Viecher. Die haben ja, sind ja, die haben ja so Laser. Und die sieht man in der Nacht einfach besser. Müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger sein, aber das ist hier alles. Das ist hier alles machbar. Einmal Was außen mich rum. interessieren würde, sind hier, auf die Map guckst, da sind so zwei Kreise mit so zwei Schwertern im Endeffekt. Hier oben. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall. Ich könnte, da ist ein Riese. Der Wächter Ja. von Södra, Saltholm. Ja. Das wird einer von den ganz großen Mechs sein, denke ich mal. Vermute ich. Weit ist das nicht von uns ab. Das können wir ja im Auge behalten. Ich Ja. meine, wenn uns das zu hart wird, können wir immer noch sagen, komm, wir drehen um. Wir haben ja jetzt hier auf dem. Was? Du hast den Ja, Raketenwerfer. aber ich glaube, wir haben auch. Ich glaube, ich habe auch noch 8 oder 9. 8 oder 9 Mal Munition. Und ja, deswegen müssen wir ein bisschen haushalten. Ja. Hier als nächstes kommt der Bauernhof von Hestrevik. Mhm. Ja.
würde ich sagen, ja, sneaken wir uns ja, das, ja. Laufen wir da hin. Wir können uns auch dahin porten. Oder porten. Mir egal, ja. Ja gut, ist ja auch ein Unterschlupf. Gut, dann machen wir das. Wegpunkt setzen, entfernen. Schnellreise. Zack. Verfolgen. Du bist da. Schnellreise, zack. Achso Leute, übrigens, Wässlarn ist schwedisch und heißt Wiesel. Nur mal yeah. So. Nur mal so am Rande. Wäre auch zu geil. So, mal gucken. Ja, komm. Die Pistole, die brauchen wir nicht. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur den Weg hier vom Bauernhof aus, bräuchten wir eigentlich nur den Weg hochlaufen. Da hätten wir unerträgliche Leichtigkeit, hätten wir hier als Nebenmission. Könnte man denn abschließen? Gänzen. Hier. Geil. Wie gesagt, wir sind hier in dem Game echt Anfänger. Und ja, wir müssen uns selber erstmal ranfuchsen. Für mich sowieso, weil ich bin es gewöhnt, auf Zombies zu ballern und nicht auf Maschinen. Aber ich denke, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das wäre es ja noch, ne? Wenn die Zombies noch irgendwelche Pistolen und Gewehre hätten und zurückschießen. Das sieht in einigen Filmen ist das so. Ja, echt? Ja. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, guck dir mal den Film Scouts vs. Zombies an. Da ist ein Polizist, der wild mit der Knarre umherballert. Ein Polizeizombie. Okay. Oder den Film Day of the Dead. Day of the Dead kenne ich. Da sind Soldaten-Zombies. Ja. In dem Film. Aber die schießen noch nicht. Na doch, die ballern. Echt? Ja. Krass. Ja. Da können wir nicht lang. Nee, ist der Nebenweg, wir müssen hier hoch, ne? Ja, querfeld durch. Mal gucken, dass uns hier nicht erwischt. Das sieht schon nicht. Also so ein Trampelfahrt hier. Ja. Ja, ich glaube, wir kommen auch. Oh ja, hier ist. Ja, hier ist was. Ist weiß, wird mir weiß angezeigt. Über dem Hügel bestimmt. Wobei eins muss man echt sagen, ne? Kämpfen wird belohnt. Ja. Erfahrungspunkte und die. Und hier steigt man wirklich sehr langsam auf. Das heißt im Umkehrschluss eigentlich jeden Kampf mitnehmen. Ja, eigentlich im Endeffekt ja. Aber hier ist auch noch irgendwie was. Ich höre schon auch was. Ja. Ja, entdeckt. Ah, da. Ah, gelb. Ja, na, vorne fliegt eine Drohne. Drohne, ja. Die kann man ja kurz mal wegmachen, ey. Uiuiui. Wo bist du? Jetzt. Ah, okay. Und irgendwas kommt von da. Ah, da. Entdeckt. Aua. Oh, Alter. Ich muss was fressen. Alter. Ich auch. Schnell laufen hier. Oh, oh, oh.
noch was. Alter, da ist noch ein größerer. Fuck. Südwesten. Ja. Ich schnapp ihn mir. Oh, low. Oh, Alter. Ui, schnell noch was schlucken. Er ist weg. Alles klar. Mann. Nice. Hui, das war aber hart, ey. Level 6. Sind wir auch schon Z. Mit Glückwunsch. Da liegt noch was. Da ist eine Brücke. Ah ja, okay. Hier hinten ist eine riesige Brücke. Ja, da könnten wir auch lang gehen. Jetzt stehen wir unmittelbar hier vor dieser Nebenmission hier. Ich muss erst mal gucken, ah, da bist du. Oh, hier gibt's noch Holz. Brücke, oh, ganze Brücke. Das ist ein Umweg. Ja, nee, dann können wir direkt laufen. War da schon mal drüben. Mal einen Schluck vom Kaffee nehmen. Mhm. Ist da irgendwas Besonderes? Sag mal. Ah ja, oh ja, 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 ich sehe es schon. Ich sehe das, ich sehe das Elend schon. Das Elend sieht aber mich noch nicht. Oh ja, da ist auf jeden Fall Betrieb. Da sind zwei große, ja. Kampfroboter. Aber im Endeffekt sind das trotzdem noch die Kleinen. Ja, das ist halt erstaunlich an der Sache. Deswegen, ja, weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier gleich rüber. Räum da auf. Raketenwerfer nehmen oder ohne? Ach, eigentlich müssen wir es noch ohne schaffen. Ja, na gut, dann probieren wir das aus. Warte mal, dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal heilen. Ja. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Das ist mal eine andere Frage. Ich habe noch einige. 16. Vier habe ich. Scheiße. Oha, das ist nicht viel. Nee, deswegen sage ich. Aber ich habe auch noch, warte mal. Nee, ich habe 16, wirklich nur 16. 16 fehlen doch nicht mal viel, ey. Ja, wir müssen irgendwie mal loopen gehen. Ah, da vorne sehe ich auch schon Betrieb. Ja. Ja, ein bisschen schleichen, vielleicht können wir die überraschen. Ja, hier sind drei Stück. Stück, ja, gut, okay. Feuer eröffnet. Einer tot? Ja. Weiter tot. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Stahl nehme ich mit. Kleines Vieh. Alter. Hui. War aber noch nicht alles. Ja, da hinten, da geht's schon fleißig los. Oh, ich hab einen Fertigkeitspunkt gewonnen. Wo
bist denn jetzt auch da? Ja, irgendwas ist da noch. Ja, die Großen. Jetzt kommen gleich die Großen. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall so ein Zelt. Ja, ein kleines Lager. Im Effekt. Wo bist du jetzt eigentlich da? Hier hinter dir. Die sehen uns gleich. Ja, ja. Ich würde da nicht so dicht dran gehen, ey. Ach, Quack. Ui, da kommt er. Zwei. Oh, Alter. Ja. Hui. Muss ich aber schlucken hier. Nice. Das war's. Hui, Alter. Ging doch noch mal gut. Ja, viel laufen muss man halt, ne? Ja, immer in Bewegung bleiben. Ja. Warum kann ich das jetzt hier nicht looten? Ach, hier. Hm. Nice. Das nimmt mit. Das nimmt mit. Das kann hier bleiben. Habe ich nicht so viel. Ist hier auch noch mal. Ja, nehmen wir. Hier sollen auch Waffen sein, auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe auch Erste Hilfe Sets. Zur Not kann ich dir auch noch was abgeben. Zwar auch nicht jetzt so mega viel, ja, aber. Das geht noch, also. Hier ist ein Brief zum Lesen. Ja, Moment. Bist du? Hier. Da. Ach, guck, da. Hier, da. Da ist ein Brief zum Lesen. Gut, mal kurz gucken. Was war denn das jetzt hier? Unerträgliche Leichtigkeit. Corporal Svobodas Brief an seine Eltern. Mutter, Vater, ja, achso. Genau. Wo denn? Ich kann den lesen, bei Lok. Ja, unerträgliche Leichtigkeit. Man kann nur hoffen. Ja, okay, der Brief aus hier Anitas Büro, ne? Nee. Corporal Svobodas Brief an seine Eltern. Mutter, Vater, wer weiß, ob ich jemals nach Hause kommen werde, aber ich hoffe, dass jemand dies findet und dafür sorgt, dass ihr es erhaltet. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir bis zum nächsten Angriff haben werden. Ihr habt immer gesagt, es wäre eine Frage der Zeit, bis die Russen in Schweden einmarschieren würden. Es tut mir leid, dass ich euch nie geglaubt habe. Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, wie ihr euch damals gefühlt haben müsst, als die Panzer in Prag eintrafen. Hoffnungslos, voller Angst, dass ihr jederzeit sterben könntet. Hochfahrend bei jedem Geräusch, das ihr in der Ferne hört. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir ein neues Zuhause gegeben habt, Pavel. Ah ja. Wenn du den verschollenen Armeelaster auf der Straße nach Masker. Die nächste Nebenmission, man kann nur hoffen. Ist nicht weit ab von uns. 248 Meter. Aha.
Richtung. Ja, ich war hier schon. Ach so, okay. Was ist das? Aber hier? Machen wir natürlich. Sieht auch so wie ein Bunkereingang aus, so. Ja, das ist ein Bunker sogar, wahrscheinlich. Ja, oder hier. Nicht, muss nicht mal ein Bunker sein. Kennst du aus dem Zweiten Weltkrieg? Da haben die Deutschen doch an den Küsten da solche Dinger gebaut. Ja, stimmt. Beim Atlantikwall auf jeden Fall. Ja. Bloß der Deutsche, der war nicht in Schweden. Nee. Norden. Aber da hat der Russe auch Frau gekriegt. Ja. Mehr oder weniger. Ja, man da durch. Ja, da musst du vorlaufen, weil die Nebenmission habe ich schon gemacht. Ja. Geht vor. Geht vor, geht vor. Dann kommen wir hier rauf. Nee, müssen wir hier lang. Zu steil. Hier rum einmal. Richtung. Aber warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, ich kann ja noch einen Punkt vergeben. Ich glaube, das muss ich auch machen, bei Fertigkeiten, ne? Ja. Gesundheitszuwachs, Lauf. Oh, ich nehme mehr Munition. Ja, mache ich auch. Nee, scheiße, geht nicht. Oder doch, kaufen. X. Gut, das hätten wir gekauft. Vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir irgendwo noch mal looten gehen. Ja. Wegen Erste-Hilfe-Sets und etc. Da bietet sich an. Ja, oder wir sag mal schnell. Auch uns nach Southam porten. Da looten und dann hier im Endeffekt weitermachen. Wobei irgendwie würde es sich auch lohnen, wenn wir Noras halt holen, den nächsten Unterschlupf finden. Das meine ich ja, weißt. Ja. Und dann zurückporten, farmen und dann zurück hier. Ja, genau. Noras Saltholm. Ich kann mir vorstellen, dass das dieses Road Rage, dass diese Nebenmission, dass das wohl wahrscheinlich sein soll. Als Unterschlupf. Oder hier vorne. Hier ist ja auch eine Stadt. Also Noras Saltholm ist ja nicht weit weg von hier. Das ist ja 105 Meter. Ja, gut, dann suchen wir da den Unterschlupf. Ja. Ach, setz mal bitte den Wegpunkt, ja? Wegpunkt, ja. So. Nee. Kann ich da einsetzen? Ja, Wegpunkt setzen, ungefähr da. Bei 2, ne? Ja. Trotzdem wäre das doch eine Suche. Hier ist eine Straße. Ja. Na, jetzt habe ich wieder ein paar Erste-Hilfe-Geschichten, habe ich nehmen können. Vorne steht ein Laster oder so, können wir auch noch mal gucken. Ja. Gucken, dass das hier kein Hinterhalt ist. Oh, nice. 7,62 mm. Rauchgranat. Oh, schön, nice. Hochexplosives Geschoss. Amma, hier für einen Raketenwerfer. Super. Was ist das denn? Eine Rauchgranate, ne? Ja, hab ich auch gefunden. Ich nehm's mal mit. Da ist nichts drin. Aber vielleicht die Leichen hier noch looten. Gucken. Nee, geht nicht. Nee, echt nicht. Schon. Okay. Ja, weil ich hier schon mal vielleicht schon war. Ja, ich war noch nicht hier, deswegen. Adrenalinspritze gekriegt. Auch gut. So. Da bist du.
Ja, Richtung 2 laufen, mal gucken. Ah, hier ist echt, ich sag mal so, wo ich alleine gespielt habe, ich habe nicht den Unterschlupf gefunden. Okay. Holz. So, noch ein bisschen weiter. Willst du jetzt zu den zu diesen Kämpfen dahin, oder? Nicht unbedingt, könnten wir, aber ich weiß, hier in der Nähe ist noch ein Bunker, aber das ist keine Base. Wo könnte dieser Unterschlupf sein? Weiß ich nicht. Irgendwo hier im Umkreis. Ich guck gerade hier auf der Map. Hier ist, man kann nur hoffen. Ist ja gleich um die Ecke. Okay. Hier vorne gibt's noch Waffenpläne 01. Vorne ist auch ein kleines Gebäude. Ja. Bunker Skaven, okay. Ah, das wird definitiv das nächste alles sein, aber. Nur Signalfackel, das brauche ich nicht. 9 mm kann ich gebrauchen. Na, Capone. Das kann man nicht aufmachen. Ist dein Hund wieder da? Ja, klar, immer. So, das letztes auf meinem WhatsApp-Status gesehen. Mit dem Hund. Mit dem Hund? Weiß ich jetzt gar nicht. Wenn der Bauchschmerzen hat. Ach so. Das da vorne könnte aber vielleicht was sein. Die Kirche da. Ja. Ja, dann würde ich sagen, lass mal hin. Ja, wäre nicht das erste Mal. Ja, genau. Aber wird auch bestimmt Betrieb sein. Ja, wo sind wir überhaupt gerade? Glaube ich auch. So, noch mehr, nicht nur die Kirche. Da ist auch noch ein Haus. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Abzweigung. Saltham. Österwijk. Nora Saltham sollten wir gucken, ne? Ja. Ja, wir gucken erstmal hier Kirche und so, mal gucken, vielleicht ein bisschen looten oder so. Genau. Oder vielleicht sogar einen Unterschlupf. Ja. Oh, Gräber sind schon mal gut. Das ist hier. Das wäre geil, wenn hier Zombies umherlaufen würden, ey. Ja, oder einfach von unten aus der Erde rauskommen würden. Auf ihn, ey. Was haben wir denn hier? Ich geh mal in die Kirche rein, ich guck mal. Mir sehr bekannt vor, sieht aus wie eine andere Kirche. Auf jeden Fall, ja doch. Kleidungsfertigungsstation. Ja, wäre schön, wenn wir das als Unterschlupf nehmen können. Ja. Schon was. Ich bin nach oben. Ah. Amen. Ja. Munition. Müller PP. Nehmen wir mal mit. Ja, da hinten gibt's noch was. Oh. Er drängelt mich weg. So. Leiche. So, noch eine Waffe. Ja. Ja, die wäre. Nee, kommt das nicht. Aber das ist kein richtiger Unterschlupf, ne? Oder? Nee, nicht das wirklich. Doch. Das ist ein Unterschlupf, ja, ja. Wo denn? Siehst du auf der Karte, wird als Unterschlupf angezeigt. Ah, nice. Gut, dann hätten wir den auf jeden Fall auch safe, würde ich sagen. Gut. Ich komme mal runter.
Na komm. Na komm, einmal muss noch. Gut, Leute, ich würde sagen, das reicht für Part 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.